Ja, das sind die Lautsprecher, die aus den Kopfhörern ausgebaut worden sind. Alle schon verbunden. Das Holz von der Holzbox vom Rausreißen klebt hier noch ran. Die Blondine und hier die Lautsprecher von den Kopfhörern. Soll noch in die Metallbox rein, in so eine, aber habe ich jetzt noch nicht da. Kein Bass hier. Hier ist ein bisschen Bass drin. Schrottlieder hier alles. Und fast alle. Der hier und der hier sind die aus dem größeren Kopfhörer. Der hier und der hier. Auch weniger Leistung, aber gut. Fokus ist mal wieder Schrott, funktioniert mal wieder nicht. Was war das?
wo kommt der Bass? Jetzt müsste er eigentlich gleich kommen. Der Zerdelte. Und es läuft alles. Länger schläft, hält's abends länger aus, von deinem Tag noch später an. Ach du Scheiße, das ist auch noch drauf. Oh, das muss man abkürzen, weil das wahrscheinlich sonst kaputt ist. Alter, Unruhestörung, Hintergrund. Aus dem Grund bin ich eigentlich nicht dafür, dass... Ja, ein Video hier zu machen.
schon wieder vielleicht die Rostock FM hier, wer GTA 4 kennt. Mit dem Nico Billig. Also das muss jetzt wirklich nicht sein. Klospülung im Hintergrund. Ja, sehr witzig. Das ist mal wieder Unruhestörung beim Videodreh. Scheiße, das ist ein normaler Glocken hier. Wo ist der Beat? Aua. Voll auf die Platine abgestützt. Gut, das war's zum Thema dieser Kopfhörer-Lautsprecher, ja. Bis zum neuen, wie sie diese Lautsprecher bis hier in den Gehäuse sind und ich ja meinen röten Platz zum Video drehen hab. Musste nur jetzt hier unterbrochen, leider hier gemacht werden, dass nicht gedacht wird. Ich werde die Lautsprecher nicht verumbauen. Und wir sind davon, dass hier noch diese Lautstärkeregler rumliegen und ich die Klinkenkabel abgeklipst habe. Die kann man immer vielleicht verwenden. Oder gebrauchen. Und die Mikrofone hier, immer keine Ahnung, die habe ich schon ein neues Kabel dran gemacht, ein anderes. Ob man die mit einem Klinkenstecker für den Laptop verwenden kann, keine Ahnung. Ob man da irgendwie ein eigenes Mikrofon irgendwie draus bauen kann. Und wie gesagt, Klinkenstecker fehlt halt noch. Muss man ausprobieren.